Es ist ein Sachbuch, es ist eigentlich auch ein Ratgeber. Und es soll den Leuten helfen dabei, ihr Leben alleine zu meistern und nicht auf diese verschiedenen Pärchenlügen reinzufallen. Wir leben in einer paarzentrierten Gesellschaft. Das Paar ist das Normale, der Single ist die Ausnahme. Und wir werden total zugeballert mit Popsongs, mit Musicals, mit romantischen Komödien. Und immer ist das Paar das einzig Erstrebenswerte, ist eigentlich die normale, gute Lebensform. Und das Buch soll zeigen, es ist nicht so. Auch der Mensch, der alleine lebt, hat manchmal sogar mehr vom Leben. Und das Buch kämpft dafür, eben dieses Alleineleben auch als gleichberechtigte Daseinsform anzuerkennen. Der Antrieb war eigentlich, ich wollte mal so einen Anti-Ratgeber schreiben. Also ich dachte, es wäre total lustig, wenn ich auch so ein Ratgeberbuch schreibe. Und dann ist es aber total umgekehrt, die Leute werden dann beraten, wie sie es schaffen, möglichst lange allein zu bleiben und der Versuchung zweier Beziehungen zu widerstehen. Und das fand ich so ganz lustig eigentlich, aber es hätte dann für ein ganzes Buch nicht gereicht, das wäre dann zu wenig gewesen. Und ich habe mich auch für das Thema interessiert und habe dann auch so sehr viele Ratgeber gelesen und auch über Bindungstheorie geforscht und alles Mögliche. Und dann dachte ich, das muss jetzt einfach mal zu einem Buch zusammengetragen werden. Man muss einfach in dieser Flut von Pro-Pärchen-Kulturgütern einmal was dagegen setzen. Mir war es eigentlich mit 20 schon klar. Mir war schon als ganz junger Mensch bürgerliche Zweisamkeit einfach ein Gräuel. Und es hat sich im Laufe der Jahre hat sich das einfach so bestätigt. Was ist eigentlich das Schlimme am Pärchen? Man muss sie doch nur anschauen, wie sie da im Restaurant sitzen gegenüber und sich nichts zu sagen haben und das Besteck streicheln. Wie sie sich gegenseitig lähmen, wie es eigentlich immer nur lustiger ist, wenn der eine von beiden weg ist. Also das Pärchen lähmt ja nicht nur das, was drumherum ist, sondern die Leute selber berauben sich ja ihrer Möglichkeiten, sich zu entwickeln und Spaß zu haben.